Der Hausmeister unserer Schule hat mir mal erzählt, dass er auf die Bubentoilette kam und es war eine Riesensauerei. Es war wirklich, glaube ich, irgendwie Kacke an die Wände geschmiert und so weiter. Und er merkte schon, wie da irgendwo am anderen Ende des Ganges wahrscheinlich 2, 3 Jungs waren und schon so hihihi darauf warteten, dass er ausrastet. Und er hatte ja keine Beweise, dass die das vielleicht waren. Vielleicht waren es auch andere. Er wusste es nicht. Aber er kam dahin und hat einfach geguckt. Hat sein Handy gezückt, seinen Kollegen angerufen. Du, bring mal den Putzeimer, wir haben hier was aufzuräumen. Wieder aufgelegt, und dann kam sein Kollege, sie haben die Arbeit gemacht, alles wurde sauber, sie sind wieder gegangen. Und die Schüler hinten dran, die haben nur geglotzt und wie langweilig. Und es ist nie wieder passiert. Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer oder angehende Lehrpersonen, heute geht es um 3 Fähigkeiten, die man mit der Zeit irgendwie automatisch entwickelt oder einfach lernen kann, welche einem viel mehr Ruhe und Konzentration in den Alltag bringen, wo doch sonst der Schulalltag als Lehrperson enorm gestresst sein kann und sich wie ein Marathon manchmal anfühlt und man einfach nur das Gefühl hat, ich drehe jetzt dann gleich durch. So, und Fähigkeit Nummer 1 ist Gelassenheit. Und zwar Gelassenheit im Chaos zu bewahren. Sei es, wenn Störungen im Unterricht passieren oder eine Klasse einfach wild ist oder wenn du irgendwie dich komplett überforderst von den tausenden kleinen und größeren Aufgaben, die du hast im Alltag. Einfach da wirst du mit der Zeit merken, okay, wenn der Unterricht irgendwie schief läuft oder 2, 3 Schüler ein Riesenchaos verursachen, dass es nichts bringt, wenn du gleich ausrastet und ausflippst und irgendwelche Strafen aussprichst oder irgendwas. Oder wenn dein Bürotisch sich nur noch häuft mit Arbeiten und da auch einfach irgendwann zu merken, es ist nicht alles immer so wichtig und es ist nicht immer so wichtig, dass immer alles sofort gemacht wird und nur weil vielleicht Schüler oder Eltern oder andere Kolleginnen bestimmte Aufgaben sofort von dir verlangen oder sagen, bis dann soll das gemacht sein oder nur sagen, was sie haben wollen und du das Gefühl hast, dass du es bis dann liefern musst, da auch einfach irgendwann zu merken, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ich kann auch nur so viele Stunden täglich arbeiten und irgendwie werde ich das schon hinkriegen und lieber Qualität vor Quantität, als einfach alles husch-husch zu machen und auch einfach mal okay damit zu sein, dass halt gewisse Arbeiten liegen bleiben oder die E-Mail-Inbox nicht immer komplett fertig abgearbeitet werden kann am Ende des Tages, sondern irgendwie Systeme zu entwickeln und das Mindset zu entwickeln, dass gerade wenn der Bürotisch voll ist, gut, einfach irgendwie Regale so einzurichten, dass der Tisch eigentlich frei ist und ein System da ist, dass ich weiß, was die Priorität hat und was ich als erstes machen muss und dann eins nach dem anderen abarbeite. Und auch bei den Störungen im Unterricht einfach irgendwann auch mal zu sagen, okay, jetzt fällt dieser Stoff von heute in dieser Lektion gerade vielleicht ins Wasser, aber ich habe noch 2, 3 Jahre mit diesen Schülern vor mir. Das ist einer von etwa 900 Schultagen, den ich mit ihnen haben werde. Und okay, jetzt gehen da irgendwie 10, 15 Minuten verloren, vielleicht länger. Ich versuche da einfach irgendwie eine Lösung zu finden, damit wir irgendwann wieder vorankommen. Aber nicht einfach durchzudrehen und das Gefühl zu haben, nur weil ich meine Macht und Autorität als Lehrperson ausspiele, werden wir schneller zum Ziel geraten, weil das ist nur verpuffte Energie. Okay, dann Fähigkeit Nummer 2 ist Multitasking. Und ich weiß, Multitasking, man sagt, man kann nicht multitasken als Mensch. Und ich finde, man muss dieses Wort differenzieren, weil man muss unterscheiden zwischen Aufgaben, die sehr, ich sage jetzt mal, monoton sind und komplexen Aufgaben. Mit monoton meine ich zum Beispiel Laufen. So ganz, ganz einfach. Laufen, du kannst gleichzeitig, dein Gehirn kann gleichzeitig laufen und mit jemandem sprechen. Weil das eine ist monoton, das andere ist komplex. Das heißt, du kannst 2 Dinge trotzdem gleichzeitig machen. Aber komplex wird es halt in der Schule. Und wenn du versuchst zu multitasken, indem du beispielsweise im Unterricht eigentlich versuchst, den Unterricht anzuleiten, den Schülern zu sagen, was sie machen sollen und gleichzeitig dich versuchst, um
ein Schüleranliegen zu kümmern oder irgendwie ein E-Mail zu beantworten oder noch schnell etwas zu korrigieren, irgend sowas. Das sind eigentlich zwei komplexe Vorgänge, also Unterricht zu leiten und noch irgendwas nebendran zu machen. Dann bist du als Berufseinsteiger sehr schnell verloren. Aber es ist eine Fähigkeit, die du mit der Zeit entwickelst, weil auch der komplexe Vorgang davon, Unterricht anzuleiten, vielleicht machst du einen bestimmten Stoff ein zweites Mal und hast schon mal einen ähnlichen Ablauf gemacht oder hast grundsätzlich deine gewisse Routine entwickelt. Und wenn du diese Routinen verinnerlicht hast, dann kannst du tatsächlich, dein Gehirn kann tatsächlich sich irgendwann auf zwei Dinge konzentrieren. Und am Anfang im Berufseinstieg oder wenn man das erste Mal bestimmten Stoff angeht oder einen bestimmten Unterricht hat, dann geht das praktisch nicht. Dann bist du so absorbiert von dieser neuen Arbeit, das komplex ist, dann kannst du dich nicht gleichzeitig um zwei Dinge kümmern. Und das gilt gerade bei dem Punkt, dass wenn du zum Beispiel Schüler hast, die im Unterricht schneller vorankommen als andere Schüler, dass du nicht einfach mit der Hälfte der Klasse oder mit diesem Drittel der Schnellen sofort die nächste Aufgabe gibst, obwohl du eigentlich geplant hattest, allen die nächste Aufgabe erst als nächstes, wenn alle fertig sind, zu geben. Das ist mir oft passiert am Anfang, dass ich quasi gesagt habe, okay, macht ihr weiter, und dann sind irgendwann die fertig geworden, die langsameren, und dann waren die auch schon wieder fertig und dann musste ich plötzlich multitasken und dann weißt du nicht mehr, wo er steht. Und da einfach mal zu sagen, okay, ihr seid früher fertig, gut, einfach Flüsterton. Ich will nichts hören oder ihr könnt assistieren oder irgendwas, aber nicht einfach plötzlich den Plan umzuwerfen, sondern einfach, wenn du wirklich Frontalunterricht ein bisschen geplant hast, sei es nur eine Viertelstunde, einfach einen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht versuchen, plötzlich ja, irgendetwas zu basteln, wo du den Überblick verlierst. Und ein anderer Punkt zum Multitasking ist, in deiner unterrichtsfreien Zeit wirklich zu planen, woran du arbeitest. Nicht einfach mal, okay, ich habe jetzt ein Zeitfenster von 2-3 Stunden, ich mache einfach mal gerade, was auf dem Tisch liegt, sondern dir zu überlegen, was mache ich, was hat die Priorität und wofür brauche ich welche Art von Konzentration? Die ist morgens und abends anders und nicht noch irgendwie nebendran noch das E-Mail offen haben und dann irgendwie Prüfungen korrigieren oder was auch immer und plötzlich macht plopp und das E-Mail-Programm schießt dir wieder ein E-Mail nach dem anderen und dein Handy klingelt oder du bist verlockt, auf Social Media zu gehen während der Arbeit. Das ist Multitasking. Was du brauchst, ist Single-Tasking, also eine Aufgabe zu wählen und zu wissen, okay, ich brauche 60 Minuten volle Konzentration und das wird produktive Arbeit gehen, anstatt dass du einfach alles irgendwie ein bisschen machst, aber nirgends richtig fertig wirst und schlussendlich nicht zufrieden bist. Okay, und die dritte Fähigkeit, die du als Lehrperson irgendwann entwickelst oder entwickeln kannst, ist selber tolerant mit dir, mit Fehlern zu sein, die du machst. Egal ob Berufseinsteiger oder erfahrene Lehrperson, auch ich mache immer wieder Fehler. Ich plane etwas falsch, ich trete irgendwie in ein Fettnäpfchen oder ich habe was falsch berechnet, irgend sowas. Und gerade am Anfang ärgert man sich so fest über sich selber. Aber wenn du Fehler als Chance siehst, dass du besser werden kannst, dass du daraus wachsen kannst, dann wirst du diesen kurzen Moment haben, wo du dich aufregst oder dich einfach schlecht fühlst. Aber wenn du dir dann anfängst zu überlegen und vielleicht auch aufzuschreiben, okay, was war das Problem? Wie finde ich für das nächste Mal eine bessere Lösung? Und wenn du dir das notierst und das nächste Mal das wirklich so umzusetzen versuchst, dann wirst du viele Fehler nur noch einmal machen und deine Lernkurve wird einfach exponentiell steigen. Anstatt, dass du dich stundenlang in dem schwelgst und vielleicht dir auch nicht Hilfe holst, dich mit anderen austauscht oder halt auch mehr liest über für dein eigenes Leben, aber auch beruflich und dich weiterentwickelst und einfach deine Strategien vielleicht nur darin liegen, sich nach Hause zu gehen und irgendwas komplett anderes zu machen und das nächste Mal passiert ein Fehler wieder. Ich finde Freizeit sehr wichtig, ich finde Familie und Freunde sehr wichtig, aber es ist trotzdem wichtig, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt und nicht einfach sagst, ja, irgendwann verschwinden gewisse Probleme schon, sondern dich wirklich damit auseinanderzusetzen, zu reflektieren, was du tun musst, damit du mehr Freude an der Arbeit haben kannst. Und wenn du das tust, dann wirst du sehr, sehr schnell eine viel bessere Lehrperson. Also nimm einfach Fehler nicht zu schwer, lass den Moment kurz auf dich wirken, reg dich kurz auf und dann find eine Lösung und geh sie voll an. Als Abschluss möchte ich euch dieses Buch empfehlen. Es ist eine viel kürzere Version von der Hattie-Studie in deutscher
in deutscher Sprache. Das heißt, kenne deinen Einfluss, und ist übersetzt von Klaus Zierer. Und John Hattie, der neuseeländische Forscher zu Bildung, hat ja diese riesige Metastudie vor jetzt einem Jahrzehnt gemacht, und die Ergebnisse entwickeln sich auch immer weiter. Und das Tolle an diesem Buch ist, es ist nicht so studien- und fachbegrifflastig wie das Original. Das Original hat, ich glaube, es waren 500-600 Seiten, und es war ziemlich schwierig zum Lesen. Ich habe auch nicht immer alles verstanden. Und das hier kann man wirklich auf dem Weg zur Arbeit in 5 Minuten Häppchen lesen. Also gewisse Dinge sind wirklich einfach schnell auf einer Seite mal irgendwie zusammengefasst und sagen dir relativ schnell, worauf du achten musst als Lehrperson. Wenn du den Bücherlink unten in der Videobeschreibung benutzt, kannst du mich auch unterstützen, wenn du dieses Buch kaufst oder andere Bücher, auch andere Dinge auf Amazon, die du vielleicht schon geplant hast, weil ich erhalte eine winzige Provision für alles, was du bestellst. Und kosten tut es dich nicht mehr. Und es lohnt sich einfach wirklich, wenn du liest und dich weiterentwickelst, aber einfach wichtig, das zu wählen, was dich auch wirklich interessiert. Und es muss nicht auch immer mit der Schule zu tun haben, es kann auch wirklich was anderes zu tun. Ich lese sehr gerne über Psychologie beispielsweise oder einfach was mich gerade interessiert, und ich kann oft Dinge auch auf den Schulalltag übertragen. Das wär's für heute. Viel Erfolg. Nehmt euch selber nicht Dinge zu schwer, wenn sie in die Hose gehen. Ihr werdet irgendwann bestimmt besser darin. Bleibt einfach dran. Wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut. Ciao.